Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Wäldchen. Nachdem wir das letzte Mal ziemlich actionreich die Folge beendet haben, ein wenig von Alligatoren angegriffen wurden und von den Ureinwohnern und wir uns gerade noch so aus dem Schlamassel rausziehen konnten, beginnen wir hier jetzt wieder feuchtfröhlich mit Regen und schauen mal, ob wir heute überleben. Letztes Mal bin ich ja auch einmal gestorben, weil die mich da in der Höhle fertig gemacht haben. Aber die Höhle hatten wir ja sowieso schon erkundet. Deswegen ist es nicht ganz so tragisch. Und ja, schauen wir mal, ob wir heute eine Höhle finden. Letztes Mal haben wir ja keine weitere Höhle gefunden. Und wir schauen mal, ob wir heute überleben werden. Und ich würde auch gerne mal noch ein paar Lizards finden, weil man merkt schon, dass die Ureinwohner doch noch einen Zacken zugelegt haben. Das ist jetzt, habe ich zumindest so das Gefühl, dass das hier alles noch noch, oh, hallo mein Freund, zack, zack, und da habe ich doch noch einen wegrennen sehen. Sehr schön. Man merkt schon, dass die Ureinwohner doch einen Zacken zugelegt haben und ein wenig, ja, wie soll ich sagen, mehr Schaden machen, habe ich zumindest so im Gefühl. Wir sind ziemlich aggressiv letztes Mal auf mich losgegangen. Wir sollten ein wenig vorsichtiger spielen. Sonst landen wir letzten Endes wieder in der Höhle. Kann man die essen? Hm, lecker. Njam, njam, njam. Hier raschelt doch irgendwas. Der Baum hier raschelt. Blöder Baum. So, ich glaube, wenn ich in die Richtung gehe, dann kommen wir wieder ins Schneegebiet. Jo. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen Höhlen finden und Höhlen finden wir, glaube ich, mehr in der Umgebung unseres Zuhauses. Weswegen ich auch mal in die Richtung stapfen werde. Ist alles nur Spekulationen und Vermutungen, aber in der Umgebung haben wir ja bis jetzt die meisten Höhleneingänge gefunden. Von daher versuchen wir es einfach mal. So. Ah, ich habe ja Lizard, hier, Lizard Skin, ne? Weißt du. Habe ich gefunden. Mache ich jetzt mal Stealth Armor draus. Bringt zwar nicht viel, aber vielleicht sieht uns der ein oder andere deshalb etwas weniger gut. Boah, überall diese Geräusche im Hintergrund, die einem vermuten lassen, dass hier was in der Nähe wäre. Dieses Rascheln und ne, so Äste umknicken. Klingt so ein bisschen so alles immer. Also nach der letzten Folge bin ich jetzt natürlich wieder total paranoid. Oh, ein Regenbogen. Sehr schön. Vielleicht sollten wir mal dahin. Guck mal, wieder über unser Zuhause. Nein, nicht weggehen, Regenbogen. Hm. Am Ende eines Regenbogens soll es ja immer einen Topf voll Gold geben. Obwohl uns, glaube ich, der Topf voll Gold hier auch nichts nutzt. Ich glaube kaum, dass die Ureinwohner uns hier in Ruhe lassen, wenn wir sie mit Gold bezahlen. Hm? Hm. Hm. Nein! Alter Schwede. Mal eben noch eine Medizin reinpfeifen. Zum Glück ist unsere Lizard Skin nicht verschwunden. Ah, ich glaube, hier war der Strand, wo wir letztens waren. Dann gehen wir mal, ich wollte gerade sagen, in Richtung Fluss, aber da habe ich wieder so ein bisschen Angst, dass wir über Alligatoren stolpern. Da muss ich vorsichtig sein. Die sieht man aber auch so schlecht im Gras und die bewegen sich ja auch kaum. Ich renne mal lieber jetzt nicht hier und schnappen die uns hier wieder von der Seite weg. So ein Schnieschnar-Schnappi hier wieder. Haie sollen jetzt übrigens auch aggressiver sein, habe ich auch gelesen. Zum Glück haben wir nur Haie im offenen Meer und nicht hier im Süßwasser. So, hier oben sollten eigentlich keine Alligatoren mehr sein. Hoffe ich. Aber ich bin mal trotzdem ein bisschen vorsichtiger.
Nee, hier sind keine. Glaube ich. Mist. Gehen mal ein bisschen weiter hoch. Um die Chance zu minimieren, einem Alligator in die Schnauze zu laufen. Mist. Hier ist ja auch wieder Wasser. Ach, guck mal da hinten. Oh, ein Lizard. Oh, komm her. Stirb durch meine Klinge. Chini! Sehr schön. Alter! Nein! Nein! Das schmiert mir Forest ab. Und wisst ihr, wann wir zuletzt gespeichert haben? Vor der Höhle. Mist! Ach, verdammter Mist. Moment, ich starte das Spiel eben neu. Ups, the game crashed. Mist, verdammter. Ärgerlich. So, Games. Zack. The Forest, zack. The Forest wird gestartet. Play. Ja. Ah ja, da haben wir es wieder. Ich schalte mal wieder ein. So. Da habt ihr jetzt auch wieder Bild. Wir gehen auf Singleplayer, Continue und schauen mal, welcher war denn mein letzter Speicherstand? Der da, glaube ich. Das war der Speicherstand kurz vor der Höhle, glaube ich. Was haben wir denn jetzt effektiv verloren? Eigentlich nicht viel, ne? Ein bisschen Loot aus dem eingeborenen Dorf. Aber wir haben dafür wieder Dynamitstangen und Molotow-Cocktails und Alkohol. Also im Prinzip gar nicht mal so schlecht. Und wir sind natürlich nicht gestorben. Hat alles seine Vorteile. Man muss es ja auch mal positiv sehen. Nicht wahr? So. Lad schneller, Junge. Wir wollen was erleben hier. Und nicht den absolut großartigen und spannenden Ladebildschirm hier betrachten. Loading may take a moment. Was die nicht sagen. So. Na komm. Ah, sehr schön. Da sind wir auch schon wieder. Ich rüste direkt wieder die Katana aus. So. Warte mal, wie viele Federn haben wir eigentlich? 5. Und Pfeile? 16. Okay. Ich würde sagen, wir campieren jetzt hier erstmal. So, wir hatten ja gerade erst gespeichert. Und dann haben wir es wieder frisch am Tag. Und wir gehen mal in Richtung zu Hause, weil ist so. Ich fühle mich da sicherer. Können uns da erstmal wieder ein bisschen reorganisieren. Vielleicht bauen wir sogar heute mal was. Eigentlich wollte ich mehr auf Höhlenexkursionen gehen. Aber irgendwie finden wir ja keine, blöderweise. Wenn wir unterwegs in der Höhle über den Weg laufen, dann gehen wir natürlich rein. Ne? Können ja auch mal ein bisschen effektiver umschauen hier. Ah, guck mal hier, das ist doch direkt in der Nähe von unserem Zuhause. Die ganzen Effigies. Ah, guck mal da hinten. Ah, herrlich. Home sweet home. Und hier haben wir direkt wieder Blaubeeren. Zack, zack. Knuspern wir direkt mal alle weg. Zack. Obwohl ein paar nehme ich lieber noch mit. So. Her damit. So. Und die Katana. Rüsten wir auch wieder aus. Ich weiß auch nicht, was da los ist, neuerdings, dass Forest so oft abschmiert. Als wir angefangen haben, das hier zu spielen, da ist das definitiv nicht halb so oft abgestürzt. Wo ist unsere Steinmauer hier hin? Irgendwas stimmt da noch nicht ganz. Nein, nicht reinbauen, du Dovi. Wenn das so ist. Ah, da warte mal. Da will ich mal direkt nachschauen, ob unsere Verbesserungen hier noch dran sind. Die sind noch da. Bastel ich direkt mal ein paar Steinchen rein. Na gut, dann überlegen wir uns eine andere Methode, uns dort vorne auch noch gut zu verschanzen. Steine sammeln wir mal hier ein paar. Mal eben schnell.
Nein, nicht die kleinen. Weg. Sticks nehmen wir auch mit. Zack. Zack. Zack, zack. Ich habe eine echt geile Idee. Hoho. Eine richtig coole Idee. Pass auf. So, erstmal nehmen wir das hier mit. Packen das hier rein. Und hier bunkern wir auch noch ein paar Sachen. So. Das hat die perfekte Größe. Und zwar für die Happy Birthday Trap. Das heißt, wenn da jemand versucht reinzukommen, also der sieht uns quasi, rennt auf uns zu, der Ureinwohner, will hier reinkommen und kriegt erstmal fett hier die Falle ab. Boah, geil. So, ich rüste mal schon mal wieder die Axt aus. Ah, Steine, sehr gut, die brauchen wir auch. Und wir brauchen ja nur einen Ein- und Ausgang. Mehr brauchen wir ja gar nicht. Sticks nehmen wir auch wieder mit. Zack, 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 zack. So. Das Bäumchen hier, das latzen wir mal um. So. Baumfeld! Ruft man ja eigentlich, wenn ein Baum fällt, um die anderen zu warnen. Aber eigentlich müssten wir die Klappe halten. Vielleicht erwischen wir ja mal einen Ureinwohner. Wäre schon lustig. Also ich weiß ja zum Beispiel im Multiplayer, da kann man durchaus seinen Mitspieler erwischen. Würde mich ja auch mal brennend interessieren, ob man die Ureinwohner damit auch erwischt. Aber das dann wirklich aktiv herbeizuführen, ich glaube, das wäre schon ein bisschen tricky. Ich habe übrigens mal gesehen, ich gucke ja immer exemplarisch nochmal in meine Videos rein. Ich gucke die manchmal ganz, manchmal nur so ein paar Minuten hier und da. Und dabei sehe ich ja auch dann Dinge. Und ich habe zum Beispiel gesehen, ich übersehe sehr oft Loks. Ich renne da sehr oft dran vorbei. Hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, dass wenn man so ein Spiel spielt und Let's Playt, dann ist man ja auch moderieren. Und wenn man moderiert, dann geht ja auch so ein bisschen Konzentration flöten, die man normalerweise aus Spiel verwendet. Und dann passiert das schon mal, dass man sowas übersieht. Zack. Holen wir uns noch einen Lock hier raus und fertig ist die Laube. Boah, geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. So. Ja, und wenn wir schon mal zu Hause sind und es jetzt gerade regnet, dann trinken wir mal genüsslich was und können hier auch Fleisch aufhängen. Edible Raw Rabbit haben wir auch noch. Hier lecker Bugs Bunny. Ja, eigentlich Turk, ne? Wir hängen Turk auf. Na, so. Und Lizard haben wir auch noch. Und Generic Meat ist auch noch gut. Ich habe jetzt übrigens gelesen, dass Ureinwohner-Körperteile, wenn man die jetzt isst, dass die Schaden verursachen. Das würde ich ja gerne mal austesten. Tatsache. Ist auch irgendwie logischer, ne? Kannibalismus sollte hier nicht belohnt werden. Das sollte schon bestraft werden. So, nochmal frisch gespeichert, falls uns das hier wieder abschmiert. Sicher ist sicher. Ja, was machen wir denn heute? Eigentlich hatte ich Höhlenwanderungen geplant, bisschen oder Exkursion an sich, aber nach der Action letztes Mal bin ich dann doch wieder ein bisschen vorsichtiger geworden und auch ein wenig ängstlicher, muss ich gestehen. Ich möchte ungern nochmal sterben. Na, so. Wer stirbt schon gerne im Spiel? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Können wir denn vielleicht hier mal eine zweite Etage hinbasteln? Oder passt mal auf, ich hatte schon mal überlegt, ob das funktioniert, dass wir uns hier so einen Flur hinmachen, Custom Floor.
Ah, guck mal hier. Dann haben wir die Lücke hier auch weg. Nice. Dann können wir da nicht mehr runterfallen. Also die Steine hier, die spawnen aber immer wieder schnell zurück. Sollte ich mal öfter die Augen offen lassen? Ja, und ich wollte Garten machen. Und zwar hier. Wir haben uns ja so einen schönen kleinen Weg gemacht, als wir hier einmal gefangen waren. Und ich finde, hier passen wunderbar kleine Gärten rein. Deswegen machen wir das jetzt auch mal. Habt ihr ja auch noch nicht gesehen bei mir im Let's Play. So ein Garten. Pass auf. Zack. So sehen die aus. Das sind Small Garden. Das impliziert ja schon, dass es irgendwann vielleicht auch große Gärten geben wird. Na. Irgendwie will der mir hier keinen Garten hinbauen. Ja, hier. Mitten rein, ne? Mitten rein macht er, aber hier, nö. Egal, dann machen wir erstmal hier hinten, wenn es geht. Nein, will er auch nicht. Was soll denn der Mist? Ist wohl nicht gedacht, so gedacht, dass man hier drunter baut, wie mir scheint. Ha. Den einen haben wir da hingekriegt, aber der Rest hier ist, will nicht. Schade. Machen wir uns wenigstens einen Garten, oder? Nee, komm, einer hier ist auch blöd. Aber ich will auf jeden Fall Gärten haben. Wo wir die hinmachen, muss ich mal gucken. Vielleicht hier hinten. Hier könnte man auch wunderbar zwei kleine Gärten hinbasteln. Dann machen wir das so. Na, jetzt. Ach Gott, was soll denn das? Oh Gott. Das sieht so scheiße aus. Egal, egal. Was soll's. Hauptsache, wir haben mal ein paar Gärten hier. So. Was sagt eigentlich unser Pedometer? Schauen wir doch mal drauf. 801, 802, 803. Schritte also. 811 Schritte. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass das nur die Schritte von heute sind. So, einmal Feuerzeug wieder ausrüsten. Ja, dann gehen wir mal ein paar Bäume umlatzen. Ein paar Steine nehmen wir auch wieder mit. So. Da oben haben wir unser Baumhaus. Warte mal, wir haben ja fünf Federn. Dann kombiniere ich das mal kurz. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burning Modern Axe. Könnte man eigentlich auch mal kurz machen. Zack. Plus Damage. Was? Speed Modern Axe. Plus Speed Modern Axe. Also mit Federn oder mit Zähnen. Ich möchte aber ehrlich gesagt nur Federn draufklatschen. Man kann nur so und so viel drauf machen. Ich glaube 30 und da ist das Limit. Also entweder 30 Federn oder 30 Zähne oder 15 Zähne und 15 Federn. So. Wollen wir das mal hier schnell machen. Zack, zack. Hoffentlich kommen wir da überhaupt noch vernünftig hoch, wenn wir das dahin gebastelt haben. Aber wenigstens fallen wir nicht mehr durch. Wir kommen nicht mehr hoch, aber wir fallen nicht durch. Ich sehe es schon kommen. Wo ist denn jetzt hier der andere Baumstamm? Ach, die fliegen aber auch manchmal so komisch. Keine Ahnung. Mistverdammter. Ah, hier. Sehr schön. Und wie immer, wenn ich nach links gucke, dann liegt das daran, dass ich auf den Timer achte. Die lieben Zuschauer, die mir schon länger zuschauen, die wissen das ja längst. Aber ich sage das immer mal wieder gerne für die, die neu reinschalten. Nicht, dass euch wundert. So, na komm schon. Geht doch. Nein, nein, nein!
Boah, Schwein gehabt. Hä? Also irgendwie reißen die Bäume, die hier runterfallen, wohl unser Lager nicht mal ein. Das scheinen die gefixt zu haben. Sehr schön. Gott sei Dank. Sonst hätten wir jetzt einiges hier neu machen müssen. Alter, irgendwie hat mich dieser Busch hier gerade voll erschreckt. Ich weiß auch nicht warum. Dachte, da wäre jetzt ein Ureinwohner, der da rumflitzt. Ja, das sollte aber gehen. Hier kommen wir hoch, auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, ob wir da oben auch noch so eine kleine Behausung oder so eine Aussicht draus machen können. Oder, was ich auch schon mal machen wollte, ist den Turm zu Babel bauen. Keine Ahnung, ob man es hinkriegt, aber genau deshalb will ich es ja versuchen. So, mach das kaputt. Los! Sehr schön. Da vorne auch noch ein paar Loks. Wie viel brauchen wir noch? Sechs nur noch. Ah, das geht ja rucki-zucki geht das. Wunderbar. Wobei, ich habe mir auch schon überlegt, das wäre ja eigentlich eine coole Sache fürs Fanplay, oder? Wenn man da so einen Turm zu Babel baut, immer mal wieder mit jedem, der neu reinkommt ins Fanplay, immer so eine Etage oder so. Was haltet ihr von der Idee? Fände ich schon irgendwie cool. So ein gemeinsames Projekt. Den Turm zu Babel. Hat schon irgendwie was. Oder finde nur ich das so? Huch, wollte ich schon bunkern gehen, ich Idiot. Dann würde ich uns hier oben lieber noch so eine kleine Hütte machen. Boah, wäre auch cool irgendwie. Also nicht so eine selbstgemachte Hütte, sondern einfach, warte, pass auf. Nee, nix Effigie. Shelters. Alter, was war das? Habt ihr das auch gehört? Voll das Zombie-Geräusch, so ein. Ich geh mal speichern. Sicher ist sicher. Boah, das ist bestimmt der neue Mutant. Wir müssen jetzt. Boah, ich hab voll Angst, aber wir müssen gucken gehen. Ich will wissen, was das für ein Vieh war. Aber. Mit Dynamit in der Hand. Finde ich auch mal schön, wie die Lunte brennt, aber nicht runtergeht. Hier oben haben wir eine bessere Aussicht. Ich sehe hier aber auch nichts. Wo kam das her? Ist uns da vielleicht einer in die Falle geraten? Wäre ja auch eine Option. Aber ich kenne dieses Geräusch nicht. Dieses voll das stöhnende Zombie-Geräusch. Warte mal, ich trinke mal schnell eine Cola. Wir suchen mal die Umgebung ab. Da drüben. Boah, die machen völlig neue Geräusche. Alter. Drecksau. Ach, da stehst du doch drauf. Alter.
Seltsam, seltsam, seltsam. Ich weiß nicht, ob das jetzt von diesem neuen Mutanten war, dieses Geräusch, oder einfach von den normalen Ureinwohnern und die haben einfach neue Geräuschpaletten. Weste. Keine Ahnung. Aber die hat ja auch gerade ziemlich rumgebrüllt, was ich auch nicht von den weiblichen Ureinwohnern kenne. So, die habe ich jetzt mal mitgenommen. Dann können wir gleich ein Fiji machen oder sowas. So. Auch heute werde ich die Episode mal ein bisschen eher beenden, weil ich, wie gesagt, ab Montag, dem Montag halt, ich glaube, das ist der 7., da muss ich ins Krankenhaus, nichts Wildes, aber kleine OP liegt da, steht da an. Oh, erstmal setzen und beruhigen. Ich versuche gerade ein bisschen vorzuarbeiten, damit ihr trotzdem in der Zeit auch schön Forest gucken könnt. Ich bin da noch am Überlegen, ob ich die Folge dann alle 2 Tage raushaue, beziehungsweise mein Mitbewohner macht das dann für mich. Alter, Forest wird immer gruseliger. Ich habe das bei mir in den Playlists jetzt unter Survival einsortiert. Bin schon fast überlegen, ob ich das nicht doch lieber unter Horror mache. Es ist ja eigentlich ein Survival-Horror-Titel. Naja, egal. Völlig unwichtig. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Alter. Puh. Würde mich freuen, wenn ihr auch ein Like da lasst oder einen Kommentar und oder das Video auch teilt. Mir hilft das ungemein. Für euch sind es nur ein paar Sekündchen eurer Zeit. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss.